Herzlich willkommen zurück, Betebruder hier, zurück in die Zukunft. Und zwar, es ist viel passiert, Mensch. Zwischen diesen zwei Folgen habe ich noch einiges Offcam gemacht. Und zwar, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir die Gräfin angegriffen. Ich habe euch mal gezeigt, dass man sie für Runen ein bisschen farmen sollte. Das habe ich auch danach getan, Offcam. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Runden gemacht. Ja, so 5 bis 10, ich weiß es gar nicht mehr, Runden habe ich gemacht. Und ich habe auch noch gelevelt. Wir waren sehr wahrscheinlich, glaube ich, 12. Level 12 sind wir geworden. Und jetzt bin ich mittlerweile Level 16. Das heißt, wir haben hier 4 Level dazwischen, zwischen diesen zwei Folgen oder zwischen dieser Folge. Und ich habe diese Punkte gar nicht vergeben. Ihr seht es auch hier, 45 übrig. Und auch hier bei den Fertigkeiten habe ich mittlerweile 6 Fertigkeitspunkte übrig. Und hier unser Betebruder, der steht neben dieser ollen Kiste hier, neben seinem privaten Goldschatz. Und da klickt man mal drauf, denn es ist einiges passiert. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe diese gesamten gesammelten Runen sortiert. Wir haben hier Nef, Eld, Tal, Tier, Ral, Id, Ed und El. Und die ganzen Edelsteine habe ich hier einfach auch nochmal sortiert. Einfach, dass man so ein bisschen Platz schafft. Ihr seht, ich habe mittlerweile Regenerationstränke hier gestackt. Die werden wir später in einem Horadrim-Würfel, werden wir sie verbessern. Aber vorerst sammle ich die mal. Und dann ist noch Folgendes passiert. Ich habe während meiner Farmzeit 2 Drops gehabt, und zwar einmal die Schärpe Sturmwindspange, Angriffswert, Leben, Ausdauer, Angreifer leidet Schaden 1 und so weiter, alles gut, also eine tolle Sache, ne? Weil, vor allem weil wir jetzt einen normalen Gürtel haben. Wir werden eine Zeile hier verlieren, wenn wir diese Schärpe hier anlegen, das ist eben so, die werden wir wahrscheinlich verwenden aktuell, weil wir auch Angriffswert brauchen, 10 zu leben, ist eine super tolle Sache, machen wir auf jeden Fall. Aber dann ist noch Folgendes gedroppt hier, und zwar die Lenymo-Schärpe. Auch wieder eine Schärpe, aber eher so in die Richtung für Magier, beziehungsweise für Klassen, die Mana brauchen. Und zwar keine schlechte Schärpe, wie ich finde. 15 zu Mana, Mana regenerieren 30%, und jetzt hier auch nochmal 5 zu allen Widerständen. Ist eine super tolle Sache, wie ich finde. Ganz am Anfang vor allem. Die werden wir vielleicht später brauchen mit dem gesegneten Hammer. Aber aktuell brauchen wir das nicht. Oder wir werden vielleicht mal irgendwie einen anderen Charakter machen, der das braucht. Wer weiß. Also werden wir hier zack austauschen. Und ihr seht, jetzt habe ich da nicht mehr so viel Platz. Leider, leider. Ich lasse es jetzt einfach mal hier hin. Hier stehen, dann ist es auch gut. So, Geld habe ich ja mittlerweile 73.000. Also, und wir machen natürlich weiter. In dieser Folge geht es Richtung Kloster. Äußeres Kloster, Gefängnis, inneres Kloster und so weiter. Wir werden jetzt einfach mal nicht grinden. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Hey, vielleicht, bin mittlerweile richtig gut. Tamo Hochland. Oh ja, das war ja praktisch. Wir werden, das wollte ich auch nochmal machen, denn das haben wir in der letzten Folge auch nicht gemacht. Wir sind ja Level 12 geworden. Wir werden jetzt neu Eifer verwenden. Eifer Stufe 1. 2 Treffer. Und ich würde gerne auch Eifer, ich habe ja gesagt am Anfang, ein Punkt reicht aus. Aber ich werde wahrscheinlich 2 oder 3 Punkte investieren. 2 Punkte. Ich will es einfach mal sehen. Ne? Ich will es einfach mal sehen, wie es aussieht, wenn man ein bisschen mehr hat. Aber nicht mehr als 3 Punkte. Und der Rest, wir haben hier noch 5 Punkte übrig. Den Rest baller ich ins heilige Feuer. Und schaut euch mal aktuell jetzt den Schaden an. Wir haben hier 60 bis 78, 10 bis 13. Unser aktueller Schaden bis 104. Also, jetzt werden wir gleich mal erleben, wie das jetzt hier so rüberkommt, ne? Ja, die sind weg, ne? Die sind einfach weg. Komm, nehmen wir mal hier ein bisschen Feuerwiderstand. Die sterben einfach. Aber ein Trugschluss, muss man sagen, bei einem Paladin zu glauben am Anfang,
weil es so gut läuft mit dem heiligen Feuer, dass es auch so bleibt. Das heißt, dass auch diese Aura, die mich umgibt, diese Offensivaura, weiterhin solchen enormen Schaden anrichtet. Ihr seht es ja, ich mache nichts und die sterben einfach, hier auch. Na, ich mache jetzt einfach gar nichts, laufe einfach blöd rum und die werden einfach sterben. Na, seht ihr das? So, macht gar nichts und die sind alle tot. So, wenn man jetzt glaubt, das wird jetzt weiterhin so gehen, das wird immer so bleiben, ja, falsch gedacht. Denn das wird sich mit der Zeit ändern. Diese ganze Aura, die wird dann immer weniger Schaden verursachen und ja, am Ende bringt sie nichts. Ja? Dann ist tatsächlich nur noch der normale Schaden ausschlaggebend, der jetzt Feuer verzaubert ist. Und ja, das ist eben so. Damit muss man rechnen. Wir werden jetzt erstmal hier F2 für Eifer nehmen. Und jetzt fangen wir tatsächlich an, auch Mana zu verbrauchen. Die Grube, und da gehen wir nicht rein. Wir wollen da jetzt nicht zu viel Zeit verplempern. Wir gehen jetzt einfach mal... So, ihr seht es ja, der knallt hier schön mal mit dem Ding mal drauf. Ja, und wir verlieren Mana. Nichts Spektakuläres übrigens, nicht so wie bei der Magierin, bei der Zauberin, dass es immer so toll aussieht, wenn sie irgendwelche neuen Skills bekommt. Und da haben wir die Klosterpforte übrigens. Nicht kann diese Finsternis durchdringen. Okay, wenn du meinst, Betbruder, wenn du meinst. So. Hier haben wir die Klosterpforte. Und ihr wisst, wenn ihr Diablo 2 startet und ein Spiel startet, da kommt ja der Ladebildschirm und dann steht der dunkle Wanderer hier quasi direkt vor dieser Pforte. Ne? Achtet mal drauf, hier auf diese zwei Zeichen, die Pforte und so weiter. Das ist eben diese Ladescreen-Pforte. Ich könnte jetzt meine Zeit dafür verwenden, hier den... Nee, ich glaube, im Tamo-Hochland haben wir ja gar keinen Wegpunkt. Also müssen wir auch nichts machen. So, wir gehen jetzt einfach mal durch. Sehr fein, wunderbar. Vielleicht werden wir doch die andere Schärpe nehmen, weil wir jetzt mittlerweile auch Mana verwenden und ich habe keine Lust, Mana-Tränke ständig zu schlürfen. Das werden wir später sowieso machen müssen. So, äußeres Kloster. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt zurück. Wir gehen jetzt einfach mal rein. So. Ihr seht es ja oben auf der Karte. Na, ja, die sterben einfach von alleine. Na, aber jetzt ist es, weil ich habe ja vorgelevelt, na. Oh ja, stimmt. Apropos vorleveln. Wir werden jetzt einfach mal 20 Punkte auf Vitalität knallen. Ja. Stärke, Geschick. Geschick wäre ja nicht verkehrt, aber lassen wir das jetzt noch. So, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Party. So, das wird jetzt relativ einfach. Auch Andariel wird, glaube ich, kein Problem sein. Eisenhut. Oh, ein Eisenhut mit zwei Sockeln. Ja, da können wir ein bisschen rumprobieren und ein neues Runenwort erstellen. Das können wir uns mal anschauen. So, aber erstmal hier schön mal draufknüppeln. Ganz, ganz wichtig. Immer draufknüppeln, ja. Nur so kriegt man die Dämonen aus der Welt gebannt. Einfach draufknüppeln. So. So, jetzt sehen wir hier auch Mana. Bitte mal weniger, ne? Ist nicht so toll. Was haben wir mit der Tarke? Nur ein. Bitte dich, nur ein Slot. Das will doch keiner. Also. Eine Tarke mit vielleicht drei Slots. Ja, das wär vielleicht nicht schlecht, ne? So eine Tarke, hohe Blockchance zum Beispiel, das wäre doch mal ein Item. Hohe Blockchance, also hier, ihr seht es ja, die Blockchance ist jetzt gerade erhöht auf 50%, so etwas, plus noch alle Widerstandsarten, ja, so hoch wie es geht natürlich, drei Slots, das wäre nicht verkehrt, wie ich finde, das wäre natürlich ganz, ganz nett.
So, ich halte mich jetzt hier links, denn die Wahrscheinlichkeit auch hier, dass der Schmied da ist, auf der linken Seite, ist höher. Statikfeld, Langstab, drei Sockel. Na komm, nehmen wir mal den Stab. Der wird wahrscheinlich mehr Geld bringen als so ein oller Spieß. Wie gesagt, auf der linken Seite ist die Wahrscheinlichkeit höher. Es muss aber auch nicht sein. Vielleicht ist der überhaupt nicht da, aber wir versuchen es einfach mal. Ihr seht hier, ne? Wie schnell wir einfach so einen Raum sauber machen mittlerweile. Ein Riesenzauber. Ich kann nicht noch mehr tragen. Haben wir auch lange nicht bekommen. Schauen wir uns sofort an. Zwei. Oh. Na komm, das verkaufen wir. Das werden wir verkaufen. Also, wir sehen hier. Habe ich falsch gedacht, ne? Hier geht es schon zum Gefängnis. Nee. Gehen wir mal in die Stadt. Also war das falsch mit der linken Seite. Ich bin da aber nicht so gut. Das muss man auch sagen. Und zwar... Okay, komm. Decker, du willst uns was sagen. Ihr werdet einige geheimnisvolle Gegenstände... Das kennen wir ja. Den Malus habt ihr bislang... Das kennen wir doch auch, Mensch. Der Deckard Cain, das ist so der... Der Baiter, ja. Der debatet uns. So, extra Gold von Monstern. Hier 1700. Ach, wunderbar. Hier, das kann alles weg, weg, weg. Weg. Das kann auch weg. Komm, das kann auch weg. Die zwei können auch weg. Den werden wir behalten. Ah, und wir schauen jetzt apropos ab und zu auch mal auf die Angebote von der Akara. Und zwar werden wir mal gucken. Vielleicht finden wir zum Beispiel so einen Stab mit Slots oder eben vielleicht plus 3 zu gesegneter Hammer. Ja, das wäre natürlich richtig gut. Gesegneter Hammer plus 3 und vielleicht dann noch etwas dazu. Das wird uns dann später viel, viel bringen, viel Schaden. Das ist etwas, was ich suche. Also lassen wir hier den Hut. Es gibt eine Sache, zum Beispiel, es gibt einen Helm, der heißt... Bin mir gar nicht sicher, wie heißt denn der im Deutschen? Der hieß auf jeden Fall Nadir. Ne? Heißt der Helm im Englischen. Vielleicht heißt er auch im Deutschen Nadir. Da brauchen wir eine Tal-Ed-Rune. Also die Ed haben wir. Und die Tal-Rune haben wir hier auch. Die beiden Runen. Dann hätten wir hier schon mal auch so einen verzauberten Helm. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir den tatsächlich wollen. Der ist jetzt nicht, sagen wir mal so, mega prickelnd, aber können wir uns mal anschauen. Ne? Jetzt brauchen wir es aktuell nicht. Wir laufen jetzt einfach mal hier und suchen die Kaserne. Hier ist die sicher nicht, auf dieser Seite. Und in der Beta, das war auch damals so, in der Beta, habe ich tatsächlich den Schmied nicht gefunden am Anfang. Dann habe ich einen Dariel getötet und kam, ups, ich habe meine Aura nicht an. Hab den Schmied... Ah, da ist er ja. Ja, er ist doch gut. Also auch Link ungefähr links oben. So, jetzt... Ihr seht, ne? Keine Chance. Der Typ hat einfach keine Chance. Da war den Hamalus. Wunderbar. Bringt Charzi den Horadrimalus. Ja, komm, dann schnappen wir uns auch nochmal diese Batike. Wunderbar. Und wir müssen nicht mehr auf die rechte Seite gehen. Sparen wir uns das Ganze und gehen schon mal ins Gefängnis. Und später, wenn wir rauskommen aus dem Gefängnis, gehen wir dann zum Wegpunkt im, ich glaube, inneren Kloster. Ja, und dann schön in die Stadt. Dies ist kein Ort, an dem ein Krieger sterben sollte. Alles klar, wenn du meinst, Beatbruder, wenn du meinst, ich denke, wir werden hier auch nicht sterben. Es wird alles glatt laufen. Wir machen jetzt einfach mal hier alle platt. Das ist unsere Aufgabe. So geil. Das ist so geil. Die sterben einfach. Mittlerweile ist es so einfach. Ihr merkt es ja. Und im Singleplayer, das habe ich auch in einer, also in der letzten Folge auch gesagt, könnt ihr auch, wenn ihr dann farmt, die
Gräfin fand, auch dann die Schwierigkeit über die Anzahl Personen manipulieren. Da seid ihr einfach viel schneller unterwegs und habt auch viel mehr Drops in der Zwischenzeit. Aber gehen wir doch mal kurz ins Lager und sprechen mal mit den Leuten hier. Erstmal mit der Makara. Komm, sag mal was. Guten Abend. Hast du was zu erzählen? Sie ist jung und unschuldig. Aber ich glaube, ihr Barbarenblut kocht beim Gedanken an Abenteuer und Gefahr. Sie ist stolz auf ihre Arbeit und findet Trost in der Gewissheit, dass ihre Waffen und Rüstungen helfen, diese Plage des Bösen zu beenden. Charcy ist eine Barbarin, oder was? Gut gemacht, mein Freund. Aber vergesst nicht, die Rückkehr des Horadrim-Malus ist nur ein Schritt zur Rückeroberung des Klosters. Ja, ist ja guter Kara. Ich mach schon. Mensch, ich mach schon. Warte mal, ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will mit dir handeln. So, nee, jetzt muss ja erstmal der alte Olle Deckard Cain mal ran. Und die verkauft so schlechtes Zepter. Das ist ja, boah, Mensch. Also, Deckard, erzähl mal was. Schön, euch zu sehen. Welche magischen Effekte vom Malus bewirkt werden, kann man nie vorhersagen. Aber sie dienen immer dem Guten. Ja, die Horadrim. Das werden wir uns dann natürlich im zweiten Kapitel näher anschauen. So, wir verkaufen jetzt hier 100. Oh, das ist ja alles. Seht ihr hier auch zum Beispiel so eine Badike, ne? Die braucht 8 Slots. Die verkauft man jetzt aktuell für 200 Gold. Das ist lächerlich, ne? Das ist wirklich lächerlich. Also vergeudet nicht euer Inventar mit solchen dicken Waffen, um Geld zu machen. Das bringt einfach nichts. Quasi die Ausbeute pro Slot ist viel zu niedrig. Daher am besten, wie gesagt, Stäbe, ne, Adlerkugel, Stab und so weiter. Alles, was irgendwie plus Skills macht. Super tolle Sache. Und ebenso auch so Wurfmesser. Ab und zu gibt es ja auch irgendwie 450, 500 Gold und sowieso Ringe, Amulette, Zauber und so weiter. Vielen Dank, dass ihr den Horadrim-Malus zurückgebracht habt. Nun werde ich einen eurer Gegenstände mit magischen Kräften ausstatten. Akara, unsere Priesterin und Seherin, ist außer sich darüber, wie verderbt unsere Schwestern sind. Ich fürchte, sie gibt sich selbst die Schuld. Ja, mach dir nichts draus. Wir schauen nochmal, was sie hier hat. Hier zum Beispiel, das ist eine tolle Sache, aber ich warte auf das zweite Kapitel, bis wir eine Waffe kaufen, die ich tatsächlich einsetze. Ich habe auch eine Waffe schon im Inventar, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, ich denke mal, das lassen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal kurz noch zum Giet, vielleicht hat er auch noch was zu sagen. Und dann geht's weiter. Guten Abend. Ich schätze, es ist zu spät, einige der Namen zurückzunehmen, mit denen ich euch bedacht habe. Warif war so freundlich, mich mit seiner Karawane reisen zu lassen, aber lasst euch nicht zur Suche nach einem neuen Handelsweg in den Osten verleiten. Ich verdiene hier ein Vermögen, natürlich mit den Jägerinnen. Euch hingegen mache ich immer die besten Preise. Okay, wenn du meinst, ne? Wenn du meinst, dass du die besten Preise hast. Okay, wir machen weiter. Genug geplappert. Varif, hast du auch noch was zu sagen? Hier, Deckard. Komm jetzt. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Diablo zieht es nach Osten und er führt nichts Gutes im Schilde. Und der einzige Weg nach Osten führt durch die Pforte des Klosters.
Offensichtlich hat Diablo Andariel gerufen, um Verfolger aufzuhalten. Andariel für ihren Teil hofft, Diablos Gunst zu erringen. Diese minderen Dämonen streben stets nach Machtpositionen innerhalb der unheiligen Hierarchie. Okay, das, was der Deckard Cain gerade gesagt hat, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar das, was er meinte, dass die niederen Übel, die großen Übel verbannt haben oder besiegt haben oder wie auch immer er das genannt hat. Das ist die Geschichte, die nach dem sogenannten Sündenkrieg stattfand. Da haben tatsächlich diese niederen Übel sich aufgelehnt gegen die großen Übel und haben sie auf einfach verstoßen oder verbannt aus der Hölle nach Sanctuario, also in die menschliche Welt. Das ist sozusagen aktuell noch die offizielle Geschichte. Und dass wir jetzt die Andariel, also die eines der niederen Übel hier sehen auf Sanctuario und dass sie ihm hilft, ja, dann muss man sich doch fragen, ist alles gut, ne? Ist alles in Ordnung? Reden wir mal mit der Kara. Andariel hat alles entweiht, was uns teuer ist. Sie darf Diablo nicht dienen. Vernichtet sie. Die Verderbnis, die sie über unseren Orden gebracht hat, muss ungeschehen gemacht werden. So, ich habe noch einen Schluck genommen. Charzy ist jung. Okay, das kennen wir. Also, und da muss man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Der Deckard Cain vermutet schon quasi, dass sich die Ränge, dass sie sich wieder so verschieben, wie es früher mal war. Dass die großen Übel ja natürlich anführen und so weiter. Aber ich sag mal jetzt nicht schon mal im Voraus, was auf uns zukommt. Wir schauen uns das jetzt einfach mal im Laufe des Let's Plays an. Schickt Andariel zurück in die Hölle, von wo sie gekommen ist. Alles klar, also das machen wir jetzt und knallen die Andariel weg im Turbo-Modus. Gefängnisebene 1. Wir gehen jetzt mal und wir sind ja super stark mittlerweile. So, jetzt hier, machen wir die Tür auf. Ich will raus. Die sterben einfach beim Vorbeigehen. Ach, super. Da geht's schon weiter. Ebene 2. Findet Andariels Lager. Okay. Kein Problem. Schauen wir mal. So. Alles sehr, sehr entspannt mittlerweile. Ich versuche sozusagen mich links zu halten, aber es muss nicht stimmen. Ah, in diesem Fall hat es geklappt. Wunderbar. Wir gehen weiter. Es gibt einige Level auch, wo tatsächlich vorgegeben ist, es ist sehr wahrscheinlich auf der linken Seite. Dann gibt es auch natürlich andere Level, da ist es umgekehrt, da ist es auf der rechten Seite und so weiter. Also da gibt es noch ein paar Videos im Internet von sehr, sehr, sehr erfahrenen Diablo 2 Spielern, die auch sich auskennen, wie Maps generiert werden. Natürlich kann man nicht alles wissen, aber es gibt Hinweise, wie man sich zurechtfinden kann, ohne dass man lange, lange sucht. Und vor allem Leute, die jahrelang gefarmt haben und so weiter, die haben tatsächlich das perfektioniert. Ist sehr interessant, sich anzuhören. Ich habe mir das so nebenbei mal angehört. Und leider habe ich mir das nicht angeguckt, das Video, weil da wurde sogar noch gezeichnet anscheinend. Also ich weiß nur so ungefähr, wie es funktioniert, aber nicht richtig. Muss jetzt auch nicht sein. Aber wie gesagt, es gibt bei ein paar Leveln tatsächlich dann eben, dass man nicht nach links, sondern nach rechts gehen muss. Und so weiter. Und es ist
Die Maps sind aufgeteilt in eben diesen Zellen, sage ich mal, also in diesen Abschnitten. Und jeder Abschnitt hat einen Ausgang zum Beispiel. Ne? Und es wird immer an diesem Ausgang bestimmt. So, jetzt liege ich hier total falsch, ne? Wie ihr seht. Aber das passiert auch. Ist kein Problem. Wir laufen jetzt einfach weiter und hoffentlich finden wir da irgendwas, was wir suchen. Wir sind einfach so stark mittlerweile. Ihr seht es ja. Wir können einfach durchlaufen, ohne Angst zu haben, irgendwie Probleme zu bekommen mit irgendwelchen Monstern. Ja, ich glaube, hier bin ich komplett falsch, ja. Das ist natürlich doof. Vielleicht müssen wir wieder ein Ausdauerelixier nehmen. Und es ist immer fein, Ausdauerelixiere zu haben, ganz ehrlich. Vielleicht können wir gleich eins finden und nochmal aufheben. Ihr seht ja warum. Jetzt ohne Ausdauer ist es natürlich mühsam. Es könnte sein, dass dieses Level, also das dritte, eher auf der rechten Seite ist. Ja, ich hab's vergessen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, dann hätte ich hier klugscheißen können, ne? Als hätte ich das jetzt schon immer gewusst und so weiter. Aber so ist es nicht. Sehr schön, da ist auch ein Schild dabei gewesen. Hoffentlich besser als mein aktuelles. So, und da sieht es schon mal gut aus. Da, zum äußeren, inneren Kloster. Geh mal raus, schnappen uns jetzt erstmal den Wegpunkt. Geh mal schnell rein. Vielleicht kann uns Kasia was sagen. Hallo. Deckard Cain hat wichtige Informationen über Andariel. Okay, danke. Gut. Ja. Deckard, identifizier mal. Und Charcy, du kannst gleich reparieren. So, wie sieht's hier aus? Alle Widerstände 8. Hier haben wir 6, 12, 6 und dafür aber eine höhere Blockchance. Blockchance ist jetzt nicht so wichtig, aber hier auch Angriffswert. Komm, verkaufen wir das Ding. Hier, auch hier, wie gesagt, einfach so ein beschädigter Knorrenstab bringt fast 2000 Gold. Ne? Das ist genau das, was ich gemeint habe. Komm, das kann auch weg. Das gibt immer am Anfang gut Geld. Das kann da rein. Oh, ich habe jetzt nicht alles verkauft. Und was ich noch sagen wollte. Der Orden heißt euch willkommen. Eifer. Wir kaufen mal ein Ausdauerelixier für alle Fälle. Wir schauen nochmal hier die Stäbe. Opfer haben wir nicht. Gebet, Eiferdornen. Opfer, Schaden gegen Untote bringt uns nichts. Wir werden natürlich, oder wir werden gesegneten Hammer suchen, aber ich glaube, erst ab Level 18 können wir tatsächlich auch irgendwie profitieren oder bekommen das auch verkauft. So, wir kommen zum Endspurt des ersten Kapitels. Immer schön die Gräber aufmachen, ne? Das habe ich schon mal gesagt. Ganz, ganz wichtig. Vergesst nicht, ich weiß, das ist immer mühsam. Alle aufzumachen. Ihr müsst auch nicht immer alle, aber falls ihr irgendwo ja, einfach mal Zeit findet, macht den Scheiß auf, ne? Ganz ehrlich. Macht den auf und ihr habt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Zauber droppt, dass irgendwie dann ein Ring droppt, ein Amulett und was auch immer. Das ist nicht verkehrt, ne? Das ist wirklich nicht verkehrt. So, ich werde jetzt nicht in diese anderen Räume gehen. Ist nicht so wichtig. Wir gehen jetzt sofort runter. So. Ein großes Böses ist eine kleine Handaxt. Ja, wir sollten eigentlich schon wieder zurück. Ein großes Böses. Ein großes Böses. Okay. Zack. Machen wir das doch fertig, ne? Das große Böse. So, zack, das kann weg. So, und die Wurfmesser nehme ich auch mit. Die kann man gut verkaufen. So. Jetzt sehen wir natürlich die Frage, ne?
auch was ich jetzt sage, ne, macht auf und so weiter. Und wenn ihr seht, dass ich es nicht aufmache, ne, dann ist es tatsächlich so, dass ich es nicht sehe oder ich, keine Ahnung, ne, ich merke das auch nicht. Aber hier, ihr seht zum Beispiel hier, eine Truhe ist ja klar, die macht man immer auf, aber eben. Aber ihr merkt schon, ne, durch das Vorleveln, was wir hatten, wie viel Schaden wir anrichten, ist ja richtig verrückt, ne, mittlerweile. Da sind wir schon Level 17. Ich würde sagen, wir feiern mal dieses Level, indem wir zum Deckard gehen, alles identifizieren, verkaufen den Kram schon mal hier, das brauchen wir alles nicht, ganz ehrlich. Das ist auch nicht wichtig, auch nicht wichtig, auch nicht wichtig. 5 zu leben brauchen wir momentan nicht. Angriffswert. 1 zu Geschick. Ich weiß gar nicht, wie viel Angriffswert ein Geschick bringt. Komm, verkaufen wir auch. Ich will mich jetzt nicht mit Mathematik hier rumschlagen. So, weg damit. Das kann dahin. Das werden wir gleich wegtun. Ich glaube, ich brauche gar nicht zu schauen. Das machen wir mit Level 18. Wir sind jetzt Level 17. Und jetzt kommt eigentlich der große Boost. Ich mache jetzt hier auf 70 Vitalität. Ich lasse das noch. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu vorschnell sein. Wir werden unser erstes gecraftetes, sage ich mal, Item benutzen. So, ihr habt ja gesehen, wie schnell oder wie langsam ich bin. Das ist ja hier so die normale Geschwindigkeit. Und jetzt kommt der Boost, 25%. Bedeuten schon viel. Na, jetzt geht's. Guten Tag. Ja. Sieht jetzt nach wenig aus, aber tatsächlich für mich spürbar. Für denjenigen, der spielt, tatsächlich spürbar. Und auch die Ausdauer, merkt man auch, ist viel, viel besser. Na. So. Ich denke, wir haben alle. Wir haben alles. Ne? Hier auch gehen wir auf heiliges Feuer noch. Nehmen wir den Eisenhut mit, hier den Stab, gucken uns den kurz an. Da gibt es plus 1 zu Skills. Na. So, und jetzt machen wir hier mal ordentlich. Sehr fein. Ach, das ist so schön. Oh, das merkt man jetzt auch, dass ich auch viel schneller bin. Schädel wird mitgenommen. Hier sind wir in der Sackgasse. Wir gehen hoch. Und das hatte ich eben in der Beta gar nicht. Ne? Diese Informationen, wie gesagt, die einfach nicht vorhanden. Ne? Guckt euch das mal an. Die sind einfach tot. Ne? Das ist ja, der Paladin ist so gut mittlerweile. Und anscheinend gehört der Paladin auch zu den besten Klassen, will ich nicht sagen. Aber der Paladin hat eine Skillung und die werden wir auch spielen. Die gehört auch zu den eher besseren S-Tier-Skillungen, sage ich mal. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Man kann den ja spielen. Und ich meine, ist auch für mich das erste Mal dann quasi, dass ich den dann richtig spiele. Und entsprechend freut es mich mehr, dass er so gut ist. Oh, das ging aber schnell. Oh, wartet mal. Hier haben wir, wartet, mach mal hier auf. Wir haben da Stufe 3 und wir haben irgendwo dann auf der anderen Seite gegenüber dann das Portal, glaube ich, also den Wegpunkt. Irgendwo immer gegenüber, schräg gegenüber müsste das Ding stehen. Ich hoffe, ich erwische das jetzt. Ja, sieht schlecht aus. Hier sicher nicht. Gehen wir mal hoch. Machen wir den weg. Das sieht so aus, als würde ich irgendwie auf Easy spielen, ne? Das nehmen wir mit. Wunderbar. Zack, zack. Wunderbar. Super, super, super. Ja, sieht gut aus hier oben. Ne, das sind, glaube ich, nur eine Boss-Truppe. Ah, super. So,
alle tot? Hallo? Seid ihr alle tot? Sehr schön. Weiter geht's. Da haben wir's. Genau. Jetzt gehen wir schnell ins Lager. Oh, so schnell. So. So, willst du mir was sagen jetzt? Es kostet Zeit, eure Fertigkeit. Hör auf, das zu sagen, Deckard. Immer wenn er sagt, bleibt ein Weilchen und hört zu, denke ich, dass der irgendwas zu sagen hat, was wichtig ist. Das ist cool am Anfang, wenn man tatsächlich eine Assassine spielt. Warum nicht, ne? So ein Ding findet man eigentlich schon schwierig gewesen, als ich mal die alte gespielt habe. Aber komm, brauchen wir jetzt nicht. Das wollen wir nicht. Blitzwiderstand, extra Gold von Monstern. Nee, komm. Ah, schade, ne? Ich habe ja gesagt, wir sollten das aufbewahren. Ich vergesse das jedes Mal. Nee, das wird alles nichts bringen, ne? Heiliges Feuer, heiliger Blitz und so weiter. Interessiert keinen. Machen wir weiter. So, wir beeilen uns jetzt. Tun die Dinger da rein. Sehr fein. Und jetzt gehen wir hier durch. Deswegen habe ich das Portal gemacht. Da müssen wir nicht durch die ganze Bude latschen. So, wir machen jetzt hier weiter. So. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nehmen wir das mal. Langstab. Gehört uns. Das Level ist, also das dritte ist immer so, oh, so mühsam und riesengroß. Und ich glaube, mit den Schwierigkeitsgraden werden sie auch noch größer, aber das ist jetzt nur meine vage Vermutung oder Erinnerung. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so war, dass die dann größer werden. Ja, vielleicht. Laufen jetzt einfach durch. Nein, nicht gut. Gehen wir mal hier durch. Gar nicht gut. Mach mal auf hier. So, zack, zack. Dadurch auch nicht gut. Mach mal auf hier. Geld. Ah, verdammt. Sackgasse. Oh je, oh je. Okay. Laufen wir mal hier lang. So, dann hauen wir den auch weg. Hier, ein Chris. Sehr schön, Heiltrank. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. So. Wir müssen das natürlich genießen, solange wir können. Denn lange werden wir das nicht so überragend spielen können, dass wir hier einfach so durchrennen können. Irgendwann mal ist aber auch Ende. Ja. Aber solange werden wir einfach Schaden machen. Auch wieder hier eine Sackgasse und wieder zurück. Bedeutet, dass es dann nicht hier im Norden ist, die Karte, sondern tatsächlich irgendwo hier im Süden. Und merkt ihr auch, wie langsam wir unsere Ausdauer verlieren. Das liegt auch an der neuen Rüstung. Einfach dadurch erstmal, dass wir schneller sind. Und da haben wir. So. Ihr wisst, was das bedeutet. Gleich geht es an Dariel an den Kragen. Und ich werde jetzt einfach ein paar Tränke aufsammeln. Einfach das... Falls wir die Tränke brauchen, einfach welche haben. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen. Räumen wir auf, noch die letzten Experience mitnehmen und dann machen wir die Andarien fertig, ne? So, dann gibt es natürlich eine lustige Sache zur Andariel. Guter Langstab, oh, nicht schlecht. Oh, der ist nicht verkehrt, ne? Das ist nicht so schlecht.
So. Ich bleib mal hier so in dieser Gegend. Zack. So gut, ne? Machen wir die auch nochmal schnell hier fertig. Bis die kommt, ne? Die kommt gleich. Ach komm, was kostet die Welt? Wir machen sie jetzt mal fertig. Wir sind sowieso super stark. Ihr seht es ja. Tschüss. Tschüss, Andariel. Tschüss, 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 tschüss. So, das Ding kann weg. Meine Arbeit hier ist getan. So, Pupas, lädierter Schädel, Diamant, rissiger Langstab ist nie verkehrt, das brauchen wir nicht, das habe ich doch gehabt, ne? Stoßzahnhelm, Armbrust, große Axt und so weiter, komm. Ihr habt ja gesehen, ich habe tatsächlich nichts gebraucht, trinken wir das doch mal. Und gehen mal hier durch. So, was ich jetzt machen werde, und das wollte ich euch nochmal sagen, in Diablo 2 gab es einen sogenannten Andariel-Bug. Und der Andariel-Bug sorgte dafür, dass, wenn man Andariel tötet und direkt ins zweite Kapitel geht, dass man Andariel dann verbuggt, dass sie jedes Mal, wenn man sie tötet, in der Schwierigkeit, jetzt in diesem Fall normal, die Quest-Drops oder die Drop-Rate hat. Wenn man einen Boss das erste Mal tötet, dann droppt der Boss immer mehr Items, ne? Bessere Items und so weiter, einmalig. Und dann, wenn man ihn nochmal grindet, dann droppt er anders, ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit auch weniger und ich glaube auch die Quantität ist kleiner. Und mit diesem Bug konnte man das so einrichten, dass man jetzt einfach Andariel buggt und sie droppt quasi, als würde man sie jedes Mal das erste Mal umbringen. Und was man dazu machen muss, ist einfach, wenn man fertig ist, man kann noch mit den allen reden, aber wichtig ist, wir reden jetzt mit dem Barif. Gehen nach Osten, ja, und dann können wir ausmachen oder wir gehen wieder zurück und reden mit allen und so weiter. Und das werden wir tun, einfach, dass sie mal verbuggt ist. Einfach so als Hinweis, ich hoffe, das funktioniert noch. Früher hat das funktioniert, einfach, dass ihr es wisst. Ne? Das ist so eine Sache. Wichtig ist, nicht speichern und verlassen. Jetzt, ne? Bloß nicht. Also, wir werden das machen. Wir werden aber auch das Video nicht anschauen. Ich werde das rausschneiden. Das Video findet dann in der nächsten Folge. Oder die nächste Folge fängt dann mit dem Video an. Also, gehen wir mal schnell rüber. Reden wir mal mit Varif. Die Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolain aufbrechen. Dann gehen wir mal. Guten Tag. So, wir werden nicht mit Jirin reden, wir werden mit Varif reden. Jetzt, wo Andariel tot ist, kann ich zurückkehren und die Jägerinnen ordentlich ausrüsten. Sobald ich hier ein paar Geschäfte abgewickelt habe, werde ich zu ihrem Kloster zurückkehren. Lasst mich wissen, ob ihr mitkommen wollt. Und wir gehen mal wieder nach Westen. So, jetzt können wir ganz entspannt das machen, was wir machen wollten. Wir reden mal mit dem Deckard. Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Doch es warten noch viele Schlachten. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Vor langer Zeit wurden Diablo und seine Brüder von den niedrigeren Übeln aus der Hölle verstoßen. Es scheint, als hätte das Kräftegleichgewicht der Hölle sich verschoben, da Andariel nun mit dem Herrn des Schreckens im Bunde steht. Ihre Anwesenheit hier im Reich der Sterblichen verheißt nichts Gutes für uns. Sehr gut. Andariels Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern, aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Leb wohl, Kashia. Hat mich gefreut. Wir gehen jetzt zu Akara. Endlich dürfen wir jubeln.
Wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. Wir handeln mit ihr, verkaufen natürlich den ganzen Schrott. Ja, ihr seht es hier zum Beispiel, hier Verkaufswert 5000. Das heißt, das wäre ja noch wertvoller, aber im ersten Kapitel, im Normal-Schwierigkeitsgrad, können wir bis 5000 verkaufen. Das heißt, das würde sich sogar lohnen, wenn wir das hier verkaufen würden im zweiten Kapitel. Schnellere Erholung nach Treffer, 4 zu Leben, Kältewiderstand wollen wir nicht. Das hier wollen wir auch nicht. Kältewiderstand, 6 Gold pro Monster, warum nicht? Widerstand ist immer gut. Das knallen wir mal raus hier. So, und das knallen wir auch mal raus. Das werden wir immer weniger gebrauchen. So, ja komm, das knallen wir auch raus. Ich habe keine Lust, das mitzuschleppen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie gesegneten Hammer haben mittlerweile. Nee, haben wir nicht. Gehen wir schnell noch zu Charsi, reden noch kurz so mit allen und dann ist dieses Kapitel für uns abgeschlossen. Oh, hallo, es ist schön, euch wiederzusehen. Hey, ich schätze, Varif ist in Ordnung. Er scheint mir meistens zu ernst zu sein. Ich habe nicht sehr oft mit ihm gesprochen. Ja gut, Pech gehabt, würde ich sagen, weil Varif ist schon ein netter Kerl. Mit dem kann man gut reden hier am Lagerfeuer. So, und Deckard, ich glaube, du hast schon alles gesagt. Wir gehen jetzt nochmal kurz zurück. Und das, was wir noch verkaufen wollten, das nehmen wir auch noch mit. Ne, den Stab wollte ich nicht, aber hier unten hat man noch ein paar Sachen. Ne? So ein Dreizack haben wir ja gesagt. Den können wir noch nehmen. Warum nicht? So. So, das können wir auch verkaufen. Gürtel, das brauchen wir alles nicht. Wir machen jetzt hier noch eine schnelle Runde, ob wir hier nicht irgendwas vergessen haben. Hier ein bisschen Geld aufsammeln und so weiter. Ist nicht so wichtig. Was haben wir hier? Ein Dolchmesser. Ja, dann schmeißen wir das Ding weg. Hier nehmen wir mal das Messer. So, gehen hier hoch. Hier sind noch ein paar Monster. Die machen wir auch noch schnell fertig. So, und ihr Thron, ne? Wie in Game of Thrones. Sieht ziemlich nice aus. Sehr viele Knochen. Sehr fein. Und ich denke mal, damit war's das auch. Wir gehen wieder zurück. Deckard. Schön, euch zu sehen. Und verkaufen das Zeug. Und dann ist es aber auch gut. Willkommen. Okay. Erhöhter Schaden und so weiter ist sowieso eine Zweihandgeschichte. Brauchen wir nicht. Hier, das kann auch weg. Das ist für einen Barbaren. Das kann ich mir gut vorstellen, werden wir gleich brauchen, weil wir natürlich den Söldner ändern werden. Unsere liebe Page wird uns verlassen. Gebet Opfer, Widerstand gegen Blitze, Führung, Widerstand gegen Feuer, immer noch nichts. Verdammt, ich brauch den Hammer. So, gehen wir mal hier rüber, wir geben das. Zack, zack. Zack, wunderbar. Und dann hier auch noch. Top. Also, Varif, mein Freund, ab nach Osten. Seid gegrüßt. Und da sind wir mal. Also, das zweite Kapitel starten wir in der nächsten Folge natürlich. In der nächsten Folge erwartet euch das Cinematic zu Kapitel 2. Und da geht es natürlich entspannt und gespannt, aber auch, wie es weitergeht, in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.